Dingen sagt das Spiel, nein, ich will nicht bauen, das geht nicht. Ich weiß, was geht, das wird gebaut. Und das, was du machst, kann nicht gebaut werden. Und dann macht man was, wo das Spiel denkt, ja, das mache ich es, das kann gebaut werden. Und was ist? Gar nichts. Weil das, was das Spiel dann denkt, was gebaut werden kann, schlimmer ist als das, das nicht gebaut werden kann. Und das ist Verschlimmbesserei. Vielleicht hat das Wort schon mal jemand gehört. Verschlimmbesserei? Ich glaube ja. Wenn ja, herzlichen Glückwunsch. Wenn nein, trotzdem herzlichen Glückwunsch. Okay, ich mache hier mal so ein Andreaskreuz, ist mir vollkommen egal. Nachricht, WhatsApp, nichts. Okay, gut. Ich habe gerade irgendwie Angst, hier irgendwas zu verbinden und alles kracht zusammen, weil wir so eine doofbackige Linie hier hinbauen. Ja, das war's. Von. Ups, jetzt habe ich einen gedrückt. Von. Zug von. Salz. Nach. Nach Tresse. Habe ich da eigentlich eine Leertaste reingemacht? Natürlich nicht. Nein. Wie unhöflich. So. Bahnstrecke. Von Tresse. Ach, Tresse. Oh, Zug, Tresse, Tresse. Passt doch. Das ist. Ich weiß. Auch nicht. Komm schon, ich brauche hier. Genau. Das Signal hier. Hallo? Na doch. So, hier eins, dort eins, da eins, hier eins, dort eins, hier eins. Ah. Ups. Kann ja gar nicht wenden. So. Jetzt aber. Ups, Moment. Ups, Moment. Warum geht's nicht? Ich will doch einfach nur eine normale Weiche bauen. Mehr will ich doch gar nicht. Geht es nicht mal. Hallo, Spiel. Ich will Weiche. Jetzt habe ich wieder das Problem wie schon mal. Spiel will keine Weichen bauen. Spiel. Warum du wollen keine Weiche bauen? Warum du wollen keine Weiche bauen? Hier, schau mal da. Hier. Und da. Hier. Geht nicht. Hier. Und da. Hier. Geht nicht. Hier. Jetzt habe ich es exakt gleich gebaut. Ich glaube, inzwischen weiß ich auch nicht mehr, was ich baue. Naja, da haben wir es halt jetzt so gebaut. Moment, geht es halt hier? Ach du meine Güte. Es geht doch. Okay, Entschuldigung, aber ich habe jetzt mal eine Weiche hingebaut. Verzweiflung muss man natürlich ins Spiel Prinzip mit einbringen. Ist natürlich dann geil, wenn man sowas hat. Wenn man sowas nicht hat, fehlt natürlich was hier. Ist natürlich klar. Klar wie Kloßbrühe. So. Jetzt werden wir erstmal neue Züge hier besiedeln auf diese Strecke.
ist natürlich die Frage, wie wir das machen. Wir können natürlich jetzt hier irgendwelche Züge losschicken, die dann hier irgendwie zu Gelb rüberfahren, aber die haben da überhaupt keine Verbindung zu Blau. Oder aber, ne, die haben eigentlich überhaupt keine Verbindung. Blau ist eigentlich eine getrennte Verbindung, außer die fahren hier rum. Das können sie doch eigentlich machen. Sie könnten da auf Gelb rumfahren. Müsste eigentlich funktionieren. Ich probiere es jetzt einfach aus. Es müsste eigentlich funktionieren. Ich bin mal gespannt, ob es funktioniert. Ich weiß es natürlich nicht, ob es so klappt, wie ich mir das vor. Da packt man jetzt einen fetten ICD drauf. Puh. Einmal Rot. Einmal Rot. Einmal Weiß. Und nochmal Rot. Ja. Jetzt muss ich erstmal kurz schauen. Ah ne, ich kann ja hier schauen. Einmal Rot kommt auf diese Dresse. Weiter auf freie Wege. Steht da gerade eigentlich ein Zug im Bahnhof? Achso, wegen dem Zug hier, oder? Wenn der jetzt über Signal drüber ist, müsste der eigentlich losfahren. Genau. Und die anderen fahren Salztresse. Oh. Ist zwar eine schlimme und dumpfbackige Spielerei, aber ich meine ja, wir könnten es ja mal ausprobieren und so weiter. Und diese Folge geht schon 22 Minuten. Das ist spannend. Und das haben wir geschafft. Eigentlich nichts. Wir haben ein paar Züge geupgradet, haben Geräte und so weiter, haben was probiert, haben Schienen, also was heißt Schienen? Nochmal zwei Städte miteinander verbunden. Hier, die da hier. Puh, ich muss mal schauen, wie ich das weiterhin mache. Ich werde wahrscheinlich dann nächste Folge oder so hier nochmal die Schienen da in diese Städte weiterzubauen. Und dann noch hier. Was ist Zug 24? Hier ist ja Zug 26. Da ist Zug 25. Die sind tatsächlich zu blöd, um abzubiegen. Achso, die haben wahrscheinlich hier die nächste Route gesucht, wo hier bei der Bahnstrecke liegt. Steigung zu groß, geil. Ist natürlich jetzt nicht vorteilhaft, dass sie das gemacht haben, aber, naja. Jetzt muss ich kurz mal schauen, ob ich die hier... Warum ist hier die Steigung so groß? Das kann nur wieder der Hersteller sein. Hier ist die komplette... Wieso? Ich will doch nur was verbinden. Dö. La la la. Ganz ruhig. Alles wird gut. Ja. Okay. Da muss ich es so halt so bauen. Huch, warum? Achso. Da kommen einem wieder die schlimmsten Gedanken, wo es eigentlich nur geben kann. Wenn hier wieder nichts funktioniert. Okay. Der Zug hier fährt jetzt auf diese Strecke ein. Der hier ist sogar gleich auf seiner Strecke. Ich weiß. Ist eine vollkommen doofe Spielerei, aber
Man kann ja mal diese vollkommen hirnlose Spielerei. Wow. Funktioniert sogar. 4 Leute fahren mit. Das heißt, wir können Leute in einer Stadt von einem Bahnhof zum nächsten Bahnhof bringen und von dem Bahnhof fahren die Leute einfach dann zur nächsten Stadt. Das ist eigentlich... Ist es nicht traurig, dass es so funktioniert? Was kommt hier jetzt? Eine Dümpelbahn. Oh Gott, die werde ich glaube ich nie bauen. Na gut, aber... Ja. Wow, sogar schon 14. Ist doch mal geil, dass es funktioniert. Das heißt, wir haben doch keine Spielerei gemacht. Wir haben eine weitere... gute Investition hier reingebracht. Das heißt, Busse werde ich hier nicht anbinden. Ist natürlich vollkommener Blödsinn. Wenn wir das jetzt mal so gemacht haben, ist eigentlich schon eine interessante Idee, wo wir jetzt hier durchgeführt haben, wo komischerweise sogar funktioniert, wo ich wirklich gerade sehr erstaunt darüber bin, wie es funktioniert. Ah, da laufen sogar Leute her. Ah, das ist auch interessant. So, wie viele wollen Leute? 15 wollen aussteigen. 18 warten. Ich würde sagen, diese Strecke hier ist doch mal geil. Die ist wirklich richtig geil. Gut. Und dann werde ich wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, in der nächsten Folge mal schauen, wo ich dann diese ganzen Strecken miteinander verbinde. Ich werde wahrscheinlich mal anfangen, die Strecke hier noch mit der Stadt zu verbinden und nochmal einen zweiten Bahnhof hinzubauen. Werde ich wahrscheinlich wirklich machen. Werde ich hier nochmal einen zweiten Bahnhof hinbaue und dann... ist aber natürlich dann die Frage, ob ich das dann wieder so mache. Mit der Lokomotive, dass sie hier rumfährt. Dass sie wirklich da, also wenn jetzt hier der Bahnhof wäre, dass sie dann auch nochmal rumfährt und die Passagiere von hier nach dort schleppt. Könnte ich theoretisch machen, ist eigentlich eine lustige Angelegenheit. Mache ich wahrscheinlich wirklich. Dass wir jetzt so ein bisschen eine Verwirrung reinbringen und so weiter. Und alles dann verbinden, dass eigentlich alles richtig geil, komisch geil verbunden ist und so weiter. Dass da alles so funktioniert, wie man sich das halt vorstellt. Den Ausrufezeichen vorstellt. Genau hier, die muss ja noch verbunden werden. Die müssen ja noch verbunden werden und so weiter. Dass diese Linie überhaupt funktioniert, ist mir ein komplettes Rätsel. Ah. Naja. Ich glaube aber, ich werde mal wahrscheinlich nächste Folge was ausprobieren. Und zwar werde ich diese Linie benutzen. Und diese Linie hier außenrum bauen bis zu der Stadt. Und dann fährt diese Linie nochmal zu dieser Stadt, als Endstation. Und dann fährt es wieder durch die Berge. Könnte ich es natürlich auch bauen. Wahrscheinlich werde ich es dann so rumbauen. Und dann auch hier durch diese Stadt, und dann noch vielleicht durch die Stadt und dann wieder hierher. Und ich werde dort dann wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, einen ICE ranstampfen an die ganze Gelegenheit. Werde ich vielleicht machen, vielleicht baue ich sogar hier auch noch einen ICE drauf, weil der ist wirklich definitiv schneller als diese Spiel. Hallo? Als diese Lok hier, wirklich viel schneller. Da fahren auch die ganze Zeit Leute hin und her. Werde ich es wahrscheinlich dann auch machen, da werde ich hier auch nochmal verschiedene Sachen bauen und so weiter. Dass ja alles zu weit screen funktioniert. Aber das werde ich dann in der nächsten Folge machen und so langsam wird das hier, diese Hauptverbindungsverkehrsstadt, wo eigentlich die ganzen Züge, die ganzen Leute hin schmeißen können, wo dann eigentlich alle zu allen anderen Städten abzweigen können, weil das ist aktuell irgendwie der Mittelpunkt von allen Linien. Ja, deswegen würde ich sagen, wir, oh Gott, oh Gott, können wir das überhaupt noch wegtransportieren? Moment. Bevor ich mich jetzt kurz mal verabschiede, muss ich mal kurz schauen, wie viele Leute da warten.
21 wollen rüberfahren. 12 wollen damit fahren. Hier wollen welche zu diesem Bahnhof. Das passt so weit. Ich bin eigentlich sehr zufrieden hier. Ja, deswegen, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Transportfieber. Ja, bleib dabei, bleib aktuell. Wenn du willst, schau dir die anderen Folgen an. Sind überall verlinkt. Ich glaube, in der Videobeschreibung ist eine Playlist verlinkt, soweit ich das weiß. Ich habe keine Ahnung. Aber wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen, gell? Tschüss.